Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, meine Enkel kommen zu Weihnachten nach Hause, da werde ich vielleicht auch von Vicky, dem Wikinger, erzählen, aber da geht die Geschichte ein bisschen anders. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich ein Wikinger-Zitat war, auf jeden Fall sind mir die Segel noch zu klein, Herr Rock, mit denen die Koalition unterwegs ist. Also wenn man jetzt mal über die Jahre schaut, dann muss man sagen, der Kollege Ott hat darauf hingewiesen, mit über 4 Milliarden Aufwuchs in 7 Jahren und jetzt den 229 Millionen, die wir absolut begrüßen, Frau Ministerin. Ich habe gesagt, wir machen konstruktive Oppositionspolitik, das tragen wir mit, das ist keine Frage, aber ich glaube, dass man noch eine Schippe oben drauflegen muss, damit man in diesem Tempo auch weiter in Bildung investieren kann. Und wir wollen uns neben dem Aufwuchs, den Sie uns jetzt hier vorgelegt haben, auch angucken, was für Verschiebungen werden denn eigentlich im Schulsystem angelegt. Das sind nämlich zwei verschiedene Paar Schuhe, die hier so nebeneinander auf den Weg gebracht werden. Also nochmal, wir unterstützen natürlich, dass die Konrektoren jetzt nachgezogen werden. Wir unterstützen den Stellenaufwuchs insgesamt, aber leider haben Sie noch nicht den ersten Schritt zur Besoldung in Richtung A13 getan. Herr Löttgen hat in der Podiumsdiskussion beim VBE zugesichert, dass das passieren soll. Ich warte dann auf die erste Festlegung im Haushalt 2019. Da werden wir dann schauen, ob das wirklich in der Tat umgesetzt wird. Aber man hätte jetzt den ersten Schritt wirklich tun müssen. Ich will gleich im Bereich OGS, Herr Rock hat darauf hingewiesen, welche Notwendigkeiten da bestehen, gerne auch noch was dazu sagen, kommen aber erst noch mal zu den Verschiebungen im Schulsystem. Inklusion im umfassenden Sinn, ich glaube, da sind wir uns einig, bezieht nicht nur das Zusammenleben mit Menschen mit Behinderungen ein, sondern Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrer Verschiedenheit insgesamt. Egal, ob das über die Fragen einer Behinderung sich ausprägt oder über die Fragen von Herkunft, Zuwanderung oder sozialer Lage. Und Inklusion ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Es ist nicht eine Aufgabe für einzelne Schulformen. Und deswegen finde ich es bedenklich, dass sich die Gymnasien aus der Inklusion, aus der zieldifferenten Inklusion verabschieden sollen. Das kann nicht sein. Und auch wie die Frage der Beschulung von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte gesteuert wird, ist eine entscheidende. Auch da können sich die Gymnasien aus der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe nicht verabschieden dürfen. Da werden wir den Finger sehr genau hinlegen. Und es ist in der Tat richtig, kritisch drauf zu schauen, wie der Ressourceneinsatz in der Inklusion gut gelingen kann. Aber dann muss auch darüber geredet werden, warum jetzt schon Verfügungen durch die Bezirksregierung ausgebracht werden, die vor allen Dingen integrierte Schulformen jetzt anweisen, mehr Kinder in die Lerngruppen aufzunehmen. Und die Ministerin erklärt uns im Ausschuss, dass im Januar Konferenzen dazu stattfinden sollen. Ich finde, da passt die Schrittigkeit nicht zueinander. Und die Schulen wissen gar nicht, welche konkrete Unterstützung auf sie zukommt. Wie ist das mit der Frage der Definition der Lerngruppen im gemeinsamen Lernen? All das befindet sich noch im Nebel und das ist nicht gut. Und wir werden sehr darauf achten, dass die Herausforderungen hier auch insgesamt breit getragen im Schulsystem angelegt werden. Aber jetzt noch zu dem Thema OGS. Flexibilisierung, Frau Ministerin, haben Sie angekündigt. Und ich bin dabei, wenn es darum geht, um den 90. Geburtstag der Oma, um das Anpassen der Zahnspange beim Kieferorthopäden. Das ist die eine Sache. Aber wir müssen wirklich aufpassen, dass wir dieses Kunden- und Dienstleistungs-Serviceverständnis und diese Mentalität nicht befördern. Das haben wir leider schon durch das Buchungssystem in der Kita. Ich buche 25 Stunden für mein Kind und ich möchte nicht, dass wir dazu kommen, das dürfen wir den Schulen nicht antun, dass Eltern sagen, ich buche jetzt einen Tag für mein Kind oder zwei. Es geht um eine gemeinsame Bildungsverantwortung und die Bildungspartnerschaft von Elternhaus und Schule. Und wie soll in einem Flickenteppich OGS denn dann eigentlich die Rhythmisierung noch stattfinden, über den Tag verteilt? Das ist doch mit den gesamten Lerngruppen gar nicht mehr möglich. Wie soll dann der soziale Zusammenhalt in der Ganztagsschule eigentlich gestärkt werden, wenn es dazu kommt, dass man je nach Lage in der Woche, und ich habe das auch in dem WDR-Interview zum Beispiel gehört,
heute bin ich im Homeoffice, da möchte ich mein Kind gerne aus der Schule holen können. Ich glaube, da müssen wir uns sehr intensiv darüber verständigen, ob das eine Beziehung zur Schule und zur Ganztagsschule sein kann. Wir sind der Meinung, Sie haben angekündigt, Sie wollen Standards setzen. Damit sollten wir auch jetzt anfangen. Es ist noch Luft nach oben. Und das heißt, dass wir statt der Dynamisierung darauf gehen sollten, in einem ersten Schritt pro OGS-Gruppe eine halbe Erzieherinnenstelle zur Verfügung zu stellen. Dann ein Programm aufzulegen, um Berufseinsteigerinnen, Berufsrückkehrerinnen zu qualifizieren, damit die Beschäftigungsverhältnisse in der OGS anders und qualitativ weiterentwickelt werden. Und das ist, glaube ich, besser, als den Satz nochmal in der Dynamisierung zu erhöhen, weil wir dann die Qualität weit übers Land sichern können. Denn die Kommunen sind in unterschiedlicher finanzieller Ausstattung, das wissen wir. Und manches Mal kommt diese Dynamisierung gar nicht in der OGS-Gruppe und beim einzelnen Kind an. Deswegen werden wir dazu einen Antrag vorlegen. Ich glaube, dass diese gut 100 Millionen gut angelegt werden. Jetzt müssen wir in der OGS handeln und nicht erst in den kommenden Jahren.